Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Wir machen heute weiter, haben heute eine extrem schwierige Folge vor uns aus Bundesliga-technischen Gründen. Warum? Ganz einfach, wir spielen gegen die Bayern heute. Ist zwar das letzte Spiel dieser Folge, aber trotzdem spielen wir gegen die. Und gegen RB Leipzig zuvor noch. Ja, direkt das erste Spiel ist gegen Leipzig. Danach haben wir noch in der Europa League West Ham, nachdem wir uns in der letzten Folge gegen PSV Eindhoven durchgesetzt haben mit 2:1, insgesamt mit 4:1. Ja, sind wir eine Runde weitergekommen. Unser Ziel vom Vorstand war das Halbfinale erreichen. Sehr gewagt, aber es könnte tatsächlich funktionieren. Mal gucken, wie das heute so ablaufen wird. Ich gehe ja ehrlich gesagt davon aus, dass wir gegen die beiden Mannschaften aus der Bundesliga wahrscheinlich eher verlieren werden. Also wenn wir einen Punkt mitnehmen sollten, dann ist das mehr als ein Erfolg, würde ich sagen. Gehen wir das Ganze mal an. Wenn wir uns mal ganz kurz nochmal auf unsere Tabellenposition beziehen, dann würde ich mal an dieser Stelle behaupten, wir können maximal noch Elfter werden. Ich denke, noch weiter nach oben würde es nicht gehen. Dafür bräuchten wir eine richtig starke Serie und müssen hoffen, dass Köln oder Schalke halt nicht wirklich oft gewinnen. Ich denke mal nicht, dass das passieren wird. Deswegen Platz 11, das Maximum, was wahrscheinlich in dieser Saison gehen wird. Und wenn wir negativ nach hinten gucken würden, dann wahrscheinlich Platz 15. Ich denke nicht, dass Hamburg, Stuttgart oder Union Berlin da noch irgendwie viel zu melden haben, wenn es um Platz 15 geht. Deswegen würde ich behaupten, wir landen zwischen Platz 11 und Platz 15, was im Endeffekt natürlich vollkommen okay ist. Bevor wir aber in irgendein Spiel gehen, würde ich erstmal ganz kurz nochmal in die Einstellungen gehen, denn ich wurde danach gefragt, mal die CPU-Einstellungen zu zeigen und das werde ich jetzt an dieser Stelle auch mal tun. Wir haben Halbzeitlänge 4 Minuten, Legende spiele ich und dann gehe ich das Ganze mal schnell durch. Sprinttempo und Antritt ist bei 50, das ist Standard geblieben. Fehlerhaftigkeit von Schüssen bei 44, Fehlpässe 440, Schusshärte 58, Passgeschwindigkeit 58, Verletzungshäufigkeit auch Standard, genauso wie die Verletzungsschwere. Torwartfähigkeit 64, Stellungsspiel, Manndeckung 57. Häufigkeit von Vorstößen, vertikal und horizontal auch auf Standard, genauso wie die Breite. Außenverteidiger sind auch noch im Standard geblieben und ich glaube, das ist das letzte hier. Genau, First Touch, Ballannahme 40. Das sind meine Einstellungen und damit hoffe ich, dass ich dir helfen konnte. Wir befinden uns derzeit in einer Länderspielpause und eigentlich haben wir nichts zu tun bis zu diesem Moment jetzt, weil wir mal in die Jugendarbeit gucken müssen, denn dort möchte Hendrik Schulte seinen Vertrag auflösen. Und wir gucken uns mal an, ob er würdig ist oder ob wir ihn halt als Profi einen Vertrag ausstatten oder halt eben nicht. Und da ist er auch schon, Hendrik Schulte, 17 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, 1,83 Meter groß und Linksfuß. 62 hat er gerade im Moment, Potenzial bis 86 hoch. Ich denke, das werden wir sogar machen. Also wir werden ihm einen Vertrag geben, denke ich. Und damit ist es wieder Zeit, einen Steckbrief für die nächste Folge zu machen. Und ihr könnt natürlich wieder sein Aussehen verändern, wie schon öfter mal gesagt. Und dann geht's direkt weiter. Pascal Stucki möchte ebenfalls seinen Vertrag auflösen und das gucken wir uns natürlich jetzt auch nochmal sofort an. Und da ist er, Schweizer Linksverteidiger, 17 Jahre alt, 1,82 groß, Linksfuß. Allerdings haben wir auf der Linksverteidigerposition, was die Jugendarbeit angeht, schon zwei Nachfolger da. Einmal Avci und einmal, ich glaube, Lüthi heißt er. Mit Nachnamen. Ich denke mal nicht, dass wir ihn unbedingt brauchen würden. Naja, ich denke, wir werden es trotzdem mal an dieser Stelle machen und damit kann ich das gerade eben nochmal wiederholen. Nein, theoretisch. Dann kurze Schrecksekunde. Wir haben tatsächlich mal eine Verletzung am Start, auch wenn sie jetzt nicht lange ist. Wir haben Philipp Lindert mit einer Kopfverletzung, allerdings fällt er halt nur einen Tag aus und das ist halt eigentlich gar nichts. Wir haben ehrlich gesagt in dieser Karriere nicht wirklich viele Verletzungen gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Hatten wir überhaupt eine bis zu diesem Zeitpunkt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls fällt mir gerade keine ein, außer die jetzt hier. Ich finde, das sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen überarbeiten, meiner Meinung nach. Und dann sind wir beim ersten Spiel in dieser Folge angekommen. Gegen RB Leipzig geht es und zwar mit der 4-2-3-1-Formation, nachdem wir in der letzten Folge das mit der Dreierkette wieder ausprobiert haben. Das hat meiner Meinung nach nicht wirklich funktioniert, deswegen gehen wir wieder zurück auf die gewohnte Formation. Demirci im Tor, Günther Heinz, Lienhardt und Hefti. Dann haben wir heute auf dem rechten Mittelfeld Wu, Fein und Vasi auf der Doppel-6, Ampomar auf dem linken Mittelfeld, Grifo als Zehner hinter Metscher und mal gucken. Ich erwarte nichts, mal gucken, ob ich auch enttäuscht werde oder nicht. Spieltag Nummer 28, wir nähern uns dem Saisonende entgegen. In Leipzig empfängt Leipzig die Freiburger. Der Tabelle Dritte gegen die Tabelle 12. Der Schiri hat die Partie angepfiffen, Leipzig in Weiß und Rot. Von links nach rechts im Durchgang 1 gegen die Gäste aus Freiburg in Rot und Schwarz. Nochmal Grifo. Vincenzo Grifo. Vielleicht ja jetzt. Gute Schussmöglichkeit für den Italiener, aber Kevin Trapp erneut zur Stelle. Fein. Grifo. Und da ist Platz für Sebastian Vasiliadis. Und jetzt Konter Freiburg. Metscher. Direkt weiter für Grifo. Guter Pass raus für Wu. Wu mit der Chance.
Wu mit der Chance, Trapp schon wieder da. Glanzparade. Nkunku nochmal. Geht da an Feind vorbei. Sabitzer! Und der erste gefährliche Abschluss in Richtung Demici. Durch den Österreicher. Nach Pass von Nkunku. Kriegt er hier die Torwart-Ecke zu. Fein. Hoher Ball Richtung Metscher. Den hat er gut gesehen. Gute Ballmitnahme vom Stürmer. Metscher. Metscher. Und Kevin Trapp. Die nächste Chance für die Freiburger. Gutes Dribbling gegen Vasiliades. Mounier gegen Dominik Heinz. Legt den Ball nochmal ab für Sabitzer. Gut gefangen von Dimitri. Ja, heftig, sieht da ein bisschen zu zögerlich aus. Oliveira nochmal. Flanke Richtung Mitte. Dominik Heinz klärt in den Rückraum auf Marcel Sabitzer. Nochmal Demme. Geht da vorbei. Diego Demme und Dimitri. Leipzig im zweiten Durchgang auf jeden Fall verbessert unterwegs. Rodrigo, Mitte, Pass zu Suchek. Demme nochmal. Nochmal Diego Demme, der hat da freie Fahrt. Diego Demme! Ah, 1-0, 90. Minute, RB Leipzig führt. Und das haben die sich auf jeden Fall verdient und erarbeitet. Vor allem im zweiten Durchgang kommen die Leipziger öfter vor das Tor von Demici. Und erzwingen sich hier diesen Sieg. Ganz, ganz bittere Pille. Freiburg hat sich das Unentschieden definitiv verdient gehabt. Grifo Mitte Freistoß. Kurz gespielt für Dayaku. Dayaku wird dann von den Beinen geholt und trifft den Ball nicht. Trotzdem war es eine gute Idee, die am Ende aber nichts einbringt. 1-0 gewinnt RB Leipzig in einem sehr, sehr spannenden Spiel für mich, muss ich sagen. Freiburg war vor allem im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, hätte vielleicht aber aus ihren Chancen wie so oft mal mehr machen müssen. Und in der zweiten Hälfte kommt dann Leipzig ins Spiel rein und gewinnt und entscheidet die Partie für sich durch Diego Demme. Nach dieser bitteren Niederlage gegen RB Leipzig, die auch nicht unbedingt hätte sein müssen, verbessert sich Beaumont auf eine 74. Der wird ja auch in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen, dadurch, dass der Dominik Heinz seinen Vertrag nicht verlängern wird und den Verein so entsprechend verlassen wird. Ja, wie gesagt, kriegt auf jeden Fall dann eine größere Rolle im Verein, im Kader. Und wir trainieren dann wieder Demici, nachdem der in der Länderspielpause nicht da war, weil er auf Nationalmannschaftsreisen unterwegs war mit der Türkei. Ja, schade gerade eben, dieses Ergebnis. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Auf dem Papier sind West Ham United und der SC Freiburg ziemlich ebenbürtig. Wie werden Sie dieses Spiel angehen? West Ham zu unterschätzen wäre ein großer Fehler. Allein das letzte Ergebnis zeigt ja, dass sie es können. Das wird ein echt schweres Spiel für uns. Und das war es für diese Presse. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen allen herzlich. Das Schwarzwaldstadion mit voller Begeisterung empfängt West Ham United im Viertelfinale der Europa League. Beide Mannschaften haben etwas gemeinsam, wenn man sich die letzten Gegner anguckt, denn beide haben eine niederländische Mannschaft aus dem Turnier geworfen. West Ham hat Ajax Amsterdam geschlagen mit 6-0 insgesamt. Und der SC Freiburg gewann ihr Spiel gegen, oder ihre Spiele gegen PSV Eindhoven mit 4-1 im Gesamtendstand. Man hätte natürlich im Viertelfinale auch auf einen komplizierteren Gegner treffen können aus Sicht des SC Freiburg. Aber dennoch darf man die Jungs von West Ham United natürlich nicht unterschätzen. Und hier sehen wir die Ausstellung von Seno Veretout und seinen Freiburger Jungs. Demici im Tor, Günther Heinz, Linhard Agu, Fein und Vasiliades auf der Doppel-6, Ampomar, Grifo und Manu. Und ganz vorne der alleinige Stürmer mit Metscher. Bei West Ham haben wir dann Pacheco im Tor, Creswell, Calero, Murillo, Cedric, Ilaramendi, Fornal, Wiltshire, Solé, Philippe Anderson und Aller vorne, der Ex-Frankfurter. Und dann geht dieses Viertelfinal-Hinspiel los, der Schiedsrichter angepfiffen wird Freiburg in Rot und Schwarz im ersten Durchgang von links nach rechts gegen die weißgekleideten Gäste aus England. Günther. Ampomar. Sieht da nochmal Vasiliades. Vasiliades mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Grifo. Gute Parade von Pacheco.
Was für eine Glanzstart vom Schussmann von West Ham. Den kriegt er da noch irgendwie raus. Schlechter Pass von Günther. Wiltshire hat da Platz. Jack Wiltshire. Wiltshire! Und das erste Ausrufezeichen von West Ham United durch den zentralen Mittelfeldspieler Wiltshire. Aber auch hier der Torwart auf der anderen Seite, Demichi, weiß das zu verhindern. Gutes Passspiel von West Ham. Haller. Wiltshire. Die Flanke ist gut. Haller! 1-0 West Ham! Das Auswärtstor für die Jungs aus England. Das hat sich aber angedeutet. Gutes Passspiel von West Ham vor dem Strafraum der Freiburger. Die Flanke von der rechten Seite kommt dann rein. Und natürlich weiß man, dass dieser Haller kopfballstark ist. Aus seiner Frankfurter Zeit. Da ist Demichi machtlos. 1-0 für West Ham. Fornal nochmal. Fornal mit der Flanke. Haller! Demichi lässt den Ball los. Aber hat dann Glück, dass Günther da ist und den Ball nochmal von der Linie kratzen kann. Nochmal Vasiliades. Sieht dann nochmal Grifo. Der den Ball hoch reinschippt für Metscher. Den kriegt er sogar. Metscher. In den Rückraum für Grifo. Der legt den nochmal ab für Vasiliades. Und sein Abschluss ist zu schwach für Pacheco. Nochmal mit Adrian Fein. Adrian Fein versucht es einfach mal. Aus der Distanz. Allerdings geht der Ball dann rechts am Kasten vorbei. Und da hat nicht viel gefehlt. Und das war's. 1-0 verliert der SC Freiburg das Hinspiel gegen West Ham United durch den Treffer von Sebastian Haller in der ersten Hälfte. Man war hier zumindest auf Augenhöhe. Das kann man so bestätigen. Freiburg war sogar tendenziell die bessere Mannschaft. Hätte aber mehr draus machen müssen, mal wieder aus den Chancen, die man hatte. Das ist so das Thema der Saison. Die Offensive, die läuft einfach nach wie vor nicht wirklich rund. Und dementsprechend geht man mit einer schlechten Ausgangsposition in das Rückspiel rein. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Kann der SC Freiburg nach der Heimniederlage es noch in die nächste Runde schaffen? Noch können wir weiterkommen. Wir sind besser, als es das heutige Spiel aussagt. Im Rückspiel auswärts ist noch alles drin. Heinz hat die Erwartungen nicht erfüllt und so kam heute auch kein Sieg zustande. Was bedeutet das für seinen Status als Startspieler? Jeder hat mal Höhen und Tiefen. Leider konnte er die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen. West Ham konnte schon vor der Pause den Siegtreffer machen. Von ihrem Team kam kaum eine Reaktion. Warum? Wollen Sie damit sagen, uns mangelt es an Siegeswillen? Das sehe ich anders. Unsere Motivation ist enorm. Das werden wir schon bald wieder beweisen. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wir verlieren das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United mit 1-0. Am Ende, denke ich, kann man das irgendwo auch, es ist in Ordnung, ehrlich gesagt. Die waren schon auf einer Augenhöhe mit uns, sie waren tendenziell gefährlicher als wir, aber ja, wir hätten auch gut und gerne 1-1 spielen können oder 0-0 oder so. Also das ist halt im Endeffekt auch ein bisschen eine bittere Niederlage, muss man sagen. Aber ja, irgendwann ist die Reise dann auch mal vorbei. Jetzt geht's gegen die Bayern, also wird nicht gerade einfacher. Gegen den Tabellenführer war vermutlich, glaube ich, gucken wir uns kurz mal an. Ja, sind sie immer noch. Ich glaube aber, beide haben tatsächlich verloren. Kann das sein? Oh, der BVB hat eine 4-0-Niederlage kassiert und Bayern hat gegen Hoffenheim verloren mit 2-1. Beide haben wirklich verloren. Das ist interessant. Vielleicht geht da ja was. Vielleicht. Mal gucken. So, dann sind wir auch schon wieder beim letzten Spiel in dieser Folge. Gegen die Bayern geht es und wir beginnen mit Demic im Tor. Günther, Heinz, Mühl kommt rein für Lienhardt. Gleiches gilt für Hefti, der kommt rein für Agu. Dann haben wir Manu auf der rechten Seite. Koch kommt rein für den müden Adrian Fein, der heute neben Vasiliades auflaufen darf. Apoma auf dem linken Mittelfeld darf heute durchspielen. Und dann haben wir Grifo und Metscher ganz vorne drin. Mal gucken, was gegen die Bayern so geht. Kingsley, come on, Leicester, Mühl stehen, immer noch, come on. Kingsley, come on, 1-0 für die Bayern. Der Rekordmeister geht in Führung. Der erste Angriff durch die Mitte nach einem Pass von Alaba bekommt Komoda keine Gegenwehr. Nicht von Mühl, nicht von Dominik Heinz und Demichi. Ich glaube, er war sogar noch dran, aber kann den Treffer nicht verhindern. Doppelpass mit Alaba. Kingsley Coman ist da durch, hat da keinen Gegner mehr vor sich. Legt den Ball in den Rückraum für Leon Goretzka. 2-0.
Und das Ganze beginnt im Mittelfeld mit dem Fehler von Silvan Hefti, der den Pass genau zum Gegner spielt. Und dann geht das Ganze ziemlich schnell über die linke Seite mit Alaba und Coman. Silvan Hefti fehlt da übrigens dann auch an dieser Stelle da, um diesen Angriff zu unterbinden. Und dann ist es einfach clever gespielt von Kingsley Coman, der den Ball in den Rückraum der Viererkette spielt. Genau auf Leon Goretzka, der den Ball nur noch reindreschen muss zum 2:0. Und gegen Bayern darfst du diese Fehler nicht machen. Die werden sofort gnadenlos bestraft. Italiener Pech. Tolisso, Flanke Richtung Mitte. Lautaro Martinez 3:0. Freiburg bekommt die linke Seite der Bayern nicht wirklich in den Griff. Und dadurch entsteht dann wieder dieser Angriff nach Flanke von Kingsley Coman, trifft dann Lautaro Martinez, der da in der Mitte auch nicht wirklich zugedeckt wird. Und dann ist das Ganze natürlich schnell entschieden. Mit Glück kommt der Ball zu Melem. Geht da vorbei an allen und Gulasch ist da. Der erste Angriff der Freiburger in Richtung Tor der Bayern durch den eingewechselten Marvin Melem. Gute Parade vom Ungar. Renato Sanchez hat da keinen Gegner bei sich. Icardi 4:0. Und der nächste Schuss sorgt für den Treffer für die Bayern. Das geht zu schnell für die Freiburger. Renato Sanchez mit dem perfekten Pass auf Icardi. Da ist wieder keiner bei ihm. Und dann ist das wahrscheinlich auch der Schlusspunkt für die Bayern in diesem Spiel. Und das war's. Die Bayern gewinnen eindeutig mit 4:0 gegen den SC Freiburg. Das war eine Machtdemonstration, wobei man natürlich auch sagen muss, Freiburg hatte unter der Woche ein Spiel, die Bayern hatten es eben nicht, weil sie gegen Barca rausgeflogen sind in der Champions League mit insgesamt 7:3. Trotzdem war natürlich klar, dass die Bayern hier Haushoher Favorit sind und das zeigen sie hier auch. Jeder Schuss, ein Treffer. Der SC Freiburg hatte in diesem Spiel hier gar nichts zu melden. Das war mit eines der schlechtesten Saisonspiele des SC Freiburg, muss man sagen. Und damit sind wir dann am Ende dieser Folge angekommen. Wir verlieren gegen die Bayern mit 4:0. Ich glaube, das Hinspiel ging knapp 1:0 für die Bayern aus. Und das auch noch mit einem Last-Minute-Treffer von Icardi war es, glaube ich. Also das war echt ärgerlich im Hinspiel. Aber im Rückspiel, da ist das Ganze dann eindeutig. Da verlieren wir dann, ich denke, auch zu Recht mit 4:0. Wir waren einfach nicht gut drauf. Wir waren offensiv gar nicht im Spiel drin. Wir waren defensiv vor allem auch durch Silvan Hefti da nicht wirklich drin. Also der hat heute auf jeden Fall einen echt schwarzen Tag erwischt. Also das war... Er hat keinen guten Tag erwischt. Sagen wir das lieber so, das hört sich, glaube ich, besser an. Ja, war vielleicht ein Fehler, ihn aufzustellen gegen diesen schnellen Coman. Das ist einfach so. Man hätte vielleicht Aguda hinstellen sollen heute, aber ja, ist im Endeffekt passiert. Was will man machen? In der nächsten Folge geht es dann weiter gegen West Ham. Im Rückspiel in der Europa League im Viertelfinale. Ausgangsposition ist klar. Wir müssen auf jeden Fall ein Auswärtstor schießen und am besten nichts kassieren. Dann haben wir zumindest mal die Verlängerung erzwungen. Besser wäre es natürlich, wenn wir 2:0 gewinnen würden, aber mal gucken. Danach haben wir noch Mainz und den FC Schalke 04. Je nachdem, wie es dann aussieht in der Europa League, geht es dann mit Hannover, Stuttgart und den Gladbachern weiter und dementsprechend auch dann zu Ende, weil wir dann am Ende der Saison sind. Und dann blicken wir auf die Tabelle der Bundesliga. Die Bayern auf 1 konnten den Vorsprung auf den BVB nochmal vergrößern durch den Sieg gegen uns und dem gleichzeitigen Unentschieden der Dortmunder. Leipzig kommt auch ein bisschen ran, auch wenn es nicht viel ist, aber sie kommen ran. Leverkusen auf der 4, Hoffenheim auf der 5, punktgleich mit Gladbach. Danach haben wir Wolfsburg auf der 7 mit 49 Punkten. Hertha ist dran an den Wölfen, 48 Punkte auf der 8. Schalke auf der 9, Köln auf der 10. Dann haben wir den FCA auf der 11, Mainz auf der 12 mit 28 Punkten, gehen auf jeden Fall vorbei an uns. Dann sind wir auf der 13 mit 27 Punkten. Ein Punkt dahinter die SGE aus Frankfurt. Hannover auf der 15, die haben wir ja auch noch. Genauso wie den VfB auf der 16. Die gewinnen zwar, aber es wird immer enger für die 10 Punkte Rückstand bei verbleibenden 5 Spielen noch. Also das wird ziemlich eng für die. Dahinter der HSV und Union Berlin. Also für die letzten beiden wird es ziemlich schwer, noch da irgendwie rauszukommen. Wenn dann über die Relegation, aber direkter Klassenerhalt ist relativ unwahrscheinlich, sage ich mal. Der VfB hat noch eine Chance, die sehe ich noch, aber auch die ist ziemlich schwierig zu schaffen.
Und ja, so sieht die Tabelle aus. Wir rutschen zwar ab auf die 13, aber ich denke, der Klassenerhalt ist durch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da müsste einiges schief laufen jetzt. So sieht das Ganze dann aus. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Stay hydrated, trinkt viel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Experiment und am Freitag mit der Freiburg-Karriere. Mach's gut, haut rein und ciao.